Jetzt haben wir einen ganz besonderen nächsten Redner. Ich will noch nicht zu viel verraten. Er heißt Mario Caracciu. Und den Rest erzählt er euch selber. So, guten Morgen. Ja, ich bin Mario Caracciu, wie schon angekündigt wurde so nett. Ich bin Generalsekretär in einer Kleinstpartei, in der Partei der Humanisten. Und wir setzen uns für wissenschaftsbasierte, wissenschaftsorientierte Politik ein. So viel dazu. Als Partei, die wissenschaftsbasierte, wissenschaftsorientierte Politik machen möchte, ist natürlich Kernkraft ein ganz wichtiges Thema, weil da kommen zwei Dinge ganz wichtig zusammen, nämlich Kernkraft und Klimaschutz. Klimaschutz ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem in den nächsten Jahren. Darum sind wir heute hier, weil Klimaschutz für uns ein sehr wichtiges Thema ist. Unser Anspruch ist es, Politik auf Basis wissenschaftlich orientierter Entscheidungsfindung zu machen. Und daher ist es auch super wichtig, dass man diesen Wissenschaftlern einfach mal zuhört, dass man ihnen Gehör schenkt, und zwar grundsätzlich einfach mal alle. Ja, die Politik sollte da einfach mal zuhören. Was sagt denn genau die Politik? Was sagt denn genau die Wissenschaft? Entschuldigung. Für die Wissenschaft ist super wichtig, gerade was den Bereich Klimaschutz angeht, der IPCC, ein zwischenstaatlicher Weltklimarat, der in regelmäßigen Abständen die aktuelle Situation mit dem Klimawandel anschaut und einschätzt und Handlungsanweisungen gibt mit potenziellen Ausgangsszenarien. Jetzt kam erst vor ganz kurzem der letzte IPCC-Report raus. Und da stand drin, Kernenergie ist ein essentieller Teil der Lösungsfindung, um bis 2030 klimaneutral werden zu können. Gilt nicht nur für uns, gilt nicht nur für Deutschland, gilt für ganz viele andere Länder. Kernenergie ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Lösungsfindung, dieser großen Krise, die wir uns in den nächsten paar Jahren stellen müssen. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren, das tut mir leid. Einige Parteien sind beim Thema Klimawandel, auch beim IPCC, sehr selektiv. Und für sie endet die Wissenschaft genau da, wo sie mit ihren eigenen Ideologien irgendwie so ein bisschen in Konflikt kommen. Aber wir wissen, von wem wir reden, ne? Es ist aber super wichtig, dass wir jetzt aus den fossilen Brennstoffen, aus der fossilen Energieerzeugung aussteigen. Das ist Konsens in ganz Deutschland, das ist Konsens eigentlich so ziemlich überall, so im europäischen Raum. Das hat einen ganz wichtigen Grund, nämlich einfach diese CO2, die dort entsteht, ist einfach nicht so toll. Wir haben ein gewisses Restbudget, was der IPCC, Weltklimarat, da herausgerechnet hat. Das liegt ungefähr bei 4 Gigatonnen CO2, die wir noch emittieren dürfen, bevor wir dann eben unsere Klimaziele nicht mehr erreichen. Jetzt haben wir noch 6 Atomkraftwerke in Deutschland stehen. Noch ganz viele davon wurden leider schon abgeschalten. Und diese 6 CO2-neutralen Kernkraftwerke, die sollen jetzt Ende dieses Jahres und Ende nächsten Jahres ebenfalls abgeschalten werden, um einen langwierigen Plan aus dem Atomausstieg dann umzusetzen. So, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir müssten, wenn wir das auf die komplette UNECE-Region hochrechnen würden, also der Bereich Europa und Nordamerika und die Gebiete der ehemaligen Sowjetunion, dann würde das bedeuten, dass wir 20% der Kernenergie, also 20% der Energie in diesem Bereich wird aus der Kernenergie gewonnen, und das müsste man kompensieren mit erneuerbaren Energien. Klingt mal noch gar nicht so dramatisch. Dann hätten wir dazu aber noch 50% der Energie, die dort tatsächlich erzeugt wird, aus fossilen Brennstoffen, wo der Konsens allgemeingültig ist, das muss weg. 50% der Energie in der UNECE-Region basiert auf fossilen Brennstoffen.
es ist total fahrlässig, jetzt beides gemeinsam gleichzeitig abzuschalten und auf die restlichen Energieerzeugungsmechanismen zu setzen, nämlich die erneuerbaren Energien. Das geht nicht alleine. Das geht nicht so schnell und wir müssen laut dem neuesten IPCC-Report das Ganze irgendwie so bis 2030 machen. Das heißt, wir haben noch zwei Bundesregierungen, die es regeln können. So. Also, die Wissenschaftler international sind sich einig. IPCC sagt, wir sollten auf Kernenergie setzen. Kernenergie ist ein wichtiger Bestandteil der Lösung für klimaneutral bis 2030. Was macht Deutschland? Deutschland schält die letzten 6 Atomkraftwerke ab, weil war halt so geplant. Wäre es da nicht sinnvoller, dass sich Politiker, Entscheidungsträger einfach mehr an der Wissenschaft orientieren, auch auf die Wissenschaft hören, diese zur Kenntnis nehmen und einfach umsetzen, was die Wissenschaftler gerne haben möchten? Ja, da wären sowohl die Fridays for Futures als auch ganz viele andere Leute dann nachher, wenn wir CO2-neutral sind, bis 2030 glücklich. Leider stehen die Zeichen weltweit gar nicht so günstig, dass wir das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels irgendwie noch bis 2030 erreichen können. Wir müssen jetzt alles daran setzen, um die Erderwärmung einzugrenzen. Jedes Zehntel Grad zählt, tatsächlich. Das klingt total bescheuert, ist aber so. Und Kernenergie ist ja eine wichtige, eine Schlüsselrolle. Und gemeinsam mit einem schnellen und nachhaltigen erneuerbaren Energienausbau. Das fällt gar nicht weg durch Kernenergie, das sind Energien, das sind Techniken, die sich einfach ergänzen sollen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt geht es einfach darum, dass die Politik uns auch hört, was wir sagen, dass die Politik auf die Wissenschaft hört, was die sagen und was eben in den nächsten 4 Jahren in der Energiepolitik passiert, das wird dann in ein paar Wochen in der Bundestagswahl entschieden. Dankeschön.